Hallo und willkommen zurück zu The Long Dark. Mein Kumpel und ich, wir hocken natürlich immer noch an der Hütte am See. Beim letzten Mal waren wir in dem kleinen Holzfällerlager, wenn man es so nennen kann, und haben da natürlich jede Menge Kram gefunden. Und ich habe natürlich einiges dort zurückgelassen. Ich würde jetzt ganz gerne mal meinen Rucksack ein bisschen leer machen und nochmal dahin zurück und die anderen Sachen wiederholen. Und das wird jetzt wahrscheinlich ja ein bisschen was sein, was ich wegpacken muss oder kann. Schauen wir mal, was wir alles weggeben können. Das Messer nehmen wir besser mal wieder mit. Die Tools. Das nehmen wir mal auch nicht mit. So. Habe ich aber doch einiges an Gewicht dabei. Tun wir das Wolfsfleisch. Nein, das Gekochte nehmen wir mal mit, falls wir noch was essen müssen. Das Wasser, okay. Wieso ist denn er immer noch müde? Ach ja, stimmt. Wir haben ja nur 1 bis 2 Stündchen geschlafen. So, First Aid. Da können wir mal ein paar Bandagen ablegen. Von den Painkillers brauchen wir auch sicherlich nicht so viele. Ja, mal 10 können wir mal weglegen. So. Von dem Holz, ja. Das lassen wir mal alles am besten hier. Jetzt können wir natürlich gerade noch mal eine Kleinigkeit essen, weil offensichtlich, wie spät ist es eigentlich? Es ist 5:30. Ich muss dringend was essen, was trinken. Ein bisschen Wölfchenfleisch. Lecki, lecki. So, und was trinken. Tun wir auch direkt. So, ich denke mal. Ja, wir können jetzt quasi das andere Zeug einfach mal holen gehen. Ja, aber doch trinken wir vielleicht doch nochmal nicht schlecht. Bisschen was Süßes zu trinken. So. Dann werden wir uns jetzt mal aufmachen. Dann müssen wir noch mal einmal kurz zurück. Und ich hoffe, wir werden es schaffen, vor der Dunkelheit wieder da zu sein. Ich denke mal, jetzt haben wir ein neues Problem, nämlich ein Wolf, der sich da hinten rumtreibt. Den sollten wir versuchen zu umgehen, weil wir haben nämlich keine Munition mehr für unser Gewehr. Warum ich das jetzt mitgenommen habe, ist mir natürlich jetzt auch nicht so ganz klar. Aber wir können sicherlich das so weit hinkriegen, dass wir ihm nicht über den Weg laufen. Jetzt stellt sich natürlich eine ganz andere Frage. In welcher Hütte habe ich das Zeug hingelegt? Eventuell lenkt da der Hirsch oder was auch immer das ist, den Wolf ab. Werden wir ein Naturschauspiel beobachten? Eher nicht. So, ich glaube, ich habe in der Hütte was abgelegt. Wenn ich mich recht erinnere. Ich hoffe es doch. Ah ja. Das Holz nehmen wir mal mit. Vielleicht nicht alles. Ein Dosenöffner. Na, den lassen wir mal hier. War da noch was drin? Nee.
Ich denke, es war da hinten. Sonne geht langsam unter. Ja, aber offensichtlich habe ich die Sachen hier nicht abgelegt. Dann eventuell doch in der anderen Hütte. Schauen wir doch mal nach. Die müssten ja wenn auf dem Boden liegen. Ich habe es ja, glaube ich, nicht in irgendeine Kiste gepackt. Frage ist, die spawnen die Sachen, wenn man sie auf den Boden legt. What have we here? Es sieht ganz danach aus, weil ich bin mir relativ sicher, dass ich die Sachen gelegt habe. Na gut, dann schauen wir trotzdem noch mal in der letzten Hütte nach. Ah, hier liegen sie. Alles klar. Nehmen wir den ganzen Plumpack mal mit. So. Und jetzt würde ich natürlich gerne wieder zurückgehen. Weil wir möchten ja auch nochmal die andere Seite in Richtung der Schienen nochmal erkunden, was da so los ist. Oder ob ich da noch irgendwas Nützliches finden kann. Dann werden wir uns jetzt mal wieder auf den Weg zurück machen. Und vielleicht mal kurz gucken, was wir gleich aus den Klamotten so alles machen können. Und natürlich nicht vergessen, dass das Wölfchen sich da hinten noch rumtreibt. I think I need to lay down. Ja, hier liegt aber auch noch einer. Dann können wir uns nachher gerne hinlegen, kein Problem. Noch eine Jacke. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder viel zu viel Zeug dabei. Na, noch geht's. Aber wir müssen uns dringend hinlegen. Aber noch muss er ein bisschen warten. Der liebe Balion. Bevor er Matratzen horchen geht. Ja, der Wolf ist noch da. Wir hoffen, dass er uns nicht entdeckt. Es wird auch jetzt wirklich langsam zusehends dunkel. Zunehmendst, nicht zusehends natürlich. Ich eigentlich das Messer in die Hand nehmen? Nee, kann ich nicht. Gut, wie soll ich mich denn dann verteidigen? Außer mit dem Gewehr. Wahrscheinlich eher gar nicht. Er kommt mir für meinen Geschmack etwas zu weit hier in unsere Richtung. Aber vielleicht bemerkt er uns nicht. Du musst da irgendwann mal wieder umdrehen. Tu mir den Gefallen. Ansonsten komme ich an dir nicht vorbei. Jetzt wird es auch noch windig. Ja, wunderbar. Er dreht um. Höher können wir hier leider nicht gehen. Er kommt, glaube ich, so ziemlich in unsere Richtung. Das gefällt mir überhaupt nicht.
Noch hat er uns nicht gesehen. Wir werden ihn wohl kurz eine Weile beobachten müssen. Na, Wolfi? Ich glaube, jetzt können wir an ihm vorbei. Ohne, dass er uns sieht. Oder auch nicht. Na, herrlich. Jetzt kommt er... No, ich glaube, er hat uns gesehen. Dann sollten wir jetzt mal rennen. Und jetzt ist er auch noch... Oh, verdammt. Verdammt, verdammt. Ja, jetzt habe ich mich auch noch infiziert. Er hat mich gebissen. Er haut aber ab, Gott sei Dank. Ich muss ganz dringend zur Hütte. Er hat mich offensichtlich gut verletzt. Mein Zustand ist gerade nicht so gut. Ich muss gerade mal ganz kurz gucken. Ich muss mich auf jeden Fall bandagieren. Na, wie sieht's aus? Antiseptikum sollten wir gleich auch mal drauf tun, aber wir gehen jetzt erstmal in die Hütte zurück. Oder besser gesagt, wir schleppen uns in die Hütte zurück. Aber da möchte ich jetzt erst rein, bevor Monsieur wieder zurückkommt. Und wahrscheinlich unser Blut riecht oder sonst irgendwas. Ich habe ihm offensichtlich gerade eben ordentlich ganz auf die Nase gegeben. Aber jetzt müssen wir uns erstmal kurz verarzten. Bisschen Antiseptikum auf die Wunde. So. Na, das sieht doch ganz gut aus. So. Na, was essen sollten wir jetzt auch langsam wieder. Und vor allen Dingen sollten wir uns langsam mal hinlegen. Naja, das machen wir gleich. So, ein bisschen was trinken. Machen wir am besten auch noch. So, dann gucken wir doch gerade nochmal, was wir aus unseren Klamotten, die wir jetzt mitgenommen haben, noch machen können. So. Daunenweste. Können wir Stoffstückchen draus machen. Das ist wahrscheinlich... Too tired to think straight. Ja. Die Frage ist, können wir aus dem Cloth, also aus dem Stoff nachher was anderes machen? Wir schauen einfach gerade mal nach. Okay, das kann ich benutzen, um meine Sachen zu reparieren. So. Sollen wir gleich mal gucken. Ah, ich habe kein Werkzeug, um es zu reparieren. Können wir es trotzdem mal... Na, ich brauche... Oh, ich brauche... Ah, ich brauche eine Nähnadel und Faden dafür. Die habe ich überhaupt nicht. Okay. Na, trotzdem können wir schon mal die anderen Sachen gerade verwerten. Aber Moment mal, die Socken sind eventuell besser als die, die ich trage. Ja, dann tragen wir die am besten mal.
Die Skijacke werden wir auch mal in Stücke schneiden. Aus den Schuhen können wir halt auch noch Leder quasi. Wir nehmen die auseinander, die Stücke. Das ist es fast so ziemlich gewesen. Und draußen geht auch der Sturm schon wieder los. Und wir sind auch ziemlich im Eimer durch die Verletzung durch den Wolf von gerade eben. Daher sollten wir uns jetzt dringend mal hinlegen. Das werde ich jetzt auch tun. Und wenn wir uns dann wieder einigermaßen erholt haben. Na, Abend. Dann werden wir auf jeden Fall nochmal einen Ausflug machen. Und nehmen das hier quasi als unsere Zwischenstation. Daher würde ich sagen, ich werde mal so schlafen bis, naja, ja, so bis knapp 7:30. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Jungs und Mädels. Bis dann.